Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Butchern LS22 von Mine und Timo. Juhu! Mit der schönen Mine. Da hast du aber lange überlegt. Ja, ich wollte überlegen, ob ich das jetzt sage oder ob ich das jetzt für mich behalte. Weil du hast mein Schneidewerk weg. Ah, da ist es ja. Ich habe das nur in Sichtweite. Deswegen habe ich es nicht gleich gefunden. Na Leute, und wie geht's euch? Ich hoffe, alles geht allen gut. Ja, heute kam was ganz Neues auf unserem Kanal. Nimmt's uns nicht so krumm, wenn es nicht gut geworden ist. Ich weiß, ich sag das jetzt tausendmal, aber naja, ihr kennt mich. Ich sag meistens viele Sachen sehr oft. Ja. Okay. Was denn? Och, da war gerade nur ein Huhn durch die Halle durchgerannt. Ja, warum nicht? Ja, auf jeden Fall ist es was Neues und wenn es gut ankommt, kommt es öfter. Wenn es natürlich nicht so gut ankommt und es auf gut Deutsch ein Griff ins Klo, dann kommt er von X. Das gilt nicht nach den Aufrufen, sondern das gilt nach den Likes. Deswegen lasst bei dem Video schön mal einen Daumen nach oben da. Ich hau euch das hier auch oben jetzt rechts in die Infobox rein. Da braucht ihr nur draufklicken und ihr kommt zum Video. Zu dem Vlog. So, ne? Und wie gesagt, Leute, so mit 5 Likes ist es nicht genug. Genau, müsst ihr schon ein paar Likes drauf lassen, dass wir sehen, ihr wollt sowas sehen. Es wird von Mal zu Mal auch besser. Wie gesagt, wir machen das erste Mal. Ihr dürft beim ersten Mal jetzt nicht erwarten, dass wir da Top-Qualität und Top-Wing haben. Wir werden uns Vlogging-Kamera, allem drum und dran, können wir uns alles zulegen, alles kaufen, alles machen und tun. Es sieht halt nur danach aus, was ihr... Ja, wie ihr das haben wollt. Das heißt, wie ihr es sehen wollt. Wir werden uns natürlich kein Equipment kaufen, wenn ihr das überhaupt nicht sehen wollt, wenn euch das Scheißdreck interessiert. Das ist ja unnötig Geld ausgeberei. Ja, es kann auch mal sein, dass nur die Mine mal einen Tag vloggt, weil das ist halt so Mini ihr Sach. Ich werde das zusammenschneiden. Natürlich werde ich auch nur so zusammenschneiden, wie ich es kann. Und das sind immer so kleine Ausschnitte aus dem Leben. Wir müssen uns natürlich auch erstmal angucken, was dürfen wir, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen und so weiter und so fort. Ne? Also, wie gesagt, wir kennen noch nicht alles, aber wir versuchen es. Und es liegt ganz an euch, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Und wenn ja, wir werden jetzt erstmal eine Woche abwarten. Und wenn es in der Woche gut was gekriegt hat an Likes und ihr wollt mehr davon sehen, und dann wird es jetzt jede Woche dann einmal einen Vlog geben. Genau. Da das nur ein kurzer Vlog ist, gibt es halt dann montags oder dienstags halt oder mittwochs oder keine Ahnung, halt mal ein Video mehr. Wie normal. Dann wird an einem Tag halt mal 3 Videos hochkommen. Das ist ja nicht so schlimm. Ne? Nö. So, ich werde mir hier so einen kleinen Wender holen. Das liegt daran, dass ich vorhabe, gleichzeitig zu mähen und zu wenden. Spare ich mir ein Arbeits... Weg. Genau, mir ist gerade echt im Arbeit in dem Fall. Ja. Da das ein kleines Feld ist, wo wir da besitzen. Ne, das. Und von da aus reicht das dicke aus. Nur kann ich da, glaube ich, nicht mit dem Spur-Ding fahren. Mit dem Spurassistent. Weil der wird durcheinander kommen, da ich 2 Sachen dran habe. Weiß auch nicht, ob der das beides annimmt. Das muss ich mal gucken, wenn ich das dann gleich wusch und ich das Video nochmal neu aufnehme. Weil wusch. Wusch, wusch, wuschi, wusch, wusch. Wuschi, wusch, wusch. Natürlich werden die Vlogs nicht lange sein.
was ich noch dazu sagen wollte. Also es werden jetzt keine 20-Minuten-Vlogs, sondern meistens unter 10 Minuten, so 8 Minuten, 9 Minuten, 6 Minuten. Ja, also wir wollen ja... Auch wann, was man alles erlebt, ne? Genau, wir wollen ja nicht so stundenlang euch was zeigen, sondern immer mal so kleine Ausschnitte aus unserem Leben. Ja, wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Zack, zack. Was nimmt er? Der nimmt jetzt hinten das an, okay. Oh, der nimmt das halt hinten an, das ist auch gut. So, und dann einschalten und los geht's. Ja, so ungefähr haben wir uns das gedenkt. Nein, das mit der. Das mit dem geht nicht. Müssen wir so machen. Ja, ich werde aber auch gleich zu Abend essen. Du machst was oder du wirst dich zu Abend essen? Nein, ich mache was zu Abend. Also. War das jetzt Deutsch? Ich das kann mache, ich dir nicht sagen. Ich mache was zu Abend essen. Ich mache gleich was zu Abend essen. Ja, von mir aus. Wird schon richtig Sinn. Ich mache gleich Abendbrot. Ja. Brötchen. Ja, dann halt abends Brötchen. Ich esse aber einen Salat. Ja, ich werde ein Brötchen, ich werde zwei Brötchen und meine gefüllten Oliven, die ihr im Vlog gesehen habt. Boah, wie klasse, was ist das? Nicht viel, aber in der kleinen Verpackung, in der Plastikverpackung, wo diese Tüte drum war, da waren Oliven mit Frischkäse. Eigentlich esse ich Peperoni mit Frischkäse, aber die hatten keine. Meinheit. Oh, wäre schon mal ein Hingang hätte da drin gewohnt. Nee, die da drin schmecken nicht. Nicht? Nee, die schmecken nicht. Die hatte ich schon mal gehabt, die schmecken mal nicht. Die haben mal von dem Laden besser geschmeckt. Ja. So ist das, ne? Nee, wir wollten einfach nur, also ich bin, wie sind wir auf den Gedanken gekommen, einen Vlog zu machen? Du bist eigentlich ja auf den Gedanken gekommen. Wie gesagt, ja, weil ich gesagt, diesmal, so Kurzvideos das sind kam nur... diesmal durchgehend von mir, ne? Ja, das ist ja kein Kurzvideo, das ist ja ein Vlog. Ja, nee, aber ich habe halt gedacht, oh, komm, so ein paar Ausschnitte nur, ist ja nicht wild, eigentlich wollte ich gar nicht mich zeigen oder so, aber da habe ich gedacht, oh, ist auch irgendwie blöd, weil unsere Visage auf gut Deutsch kennen wir ja jetzt schon. Schlimm genug. Schlimm genug. Aber jo, gut, ne? Es kommt ja jetzt nicht jede Tag was noch, sondern wirklich nur Emo in der Woche, wenn alles glatt läuft, wie ich mir das vorstelle. Und das langt fürs erste Mal. So, auf welches Feld musste ich noch? 6 habe ich, 7 habe ich, oder 1, nee, was ist das, eine 1? Oh Gott, ich brauche, glaube ich, eine Brille. 10. 10.
10, 10. Die ist da hinten. Wo bin ich eigentlich? Richtig. Ja. Ja, ist eigentlich gut so relativ, das. Nein, das mit dem Schneiden und Wenden gleichzeitig. So wollte ich noch später ein bisschen schwadern und dann habe ich gleich. Ja, kann ich gleich pressen danach. Mhm. Kann ich gleich an den Beinen pressen. Ja, ein bisschen Heu brauchen wir, ne? Damit wir Kuhfutter machen können. Auch wenn wir die Grasfelder, denke ich mal, neu machen, ist abwechselnd. Ja, immer komplett alles platt und dann. Mhm. Das kannst du dann gleich machen, weil hier muss ich nur die nicht gären lassen. Die kann ich dann gleich, nachdem ich sie gepresst habe, runter mache. Aber das andere musste dann noch warten, weil da die sind erst auf 43% gegärt. Okay. Schäfchen auf der Weide. Das Schäfchen. Ja, da hinten sind noch Schäfchen. Soll ich doch gerade sagen, wir haben doch gar keine Klare. Ich wollte schon sagen, wir haben doch gar keine Schafe. Wo siehst du die Schafe? Nein, die sind doch hier intrigiert. Dann kann so, ja. Ne? Sein, ja. Da liegt noch ein Strohball. Liegt der dann gerade mal auf Seite? Hat da noch einer gelegen? Ja. Okay. Ja, ich muss sowieso dann demnächst hier mal einen Frontladerkonsole anbauen und dann, also Frontladerding anbauen und dann Frontlader drauf machen und dann werde ich den Bruder holen. Tu den gerade vorne an die Straße. Ja, nicht auf die Straße, ne? Nein. Ja, bei dir ist es nicht so klar. Nee, ein Schwader, ne, gell? Du hast Schwaderblatt gemacht, ne? Ja. Nein, nee, du hattest ja gleich hinten drauf gepresst. Hast ja gleich. Das ist ja nur Mähwerk und die Presse drauf gehabt. Müssen wir mal gucken, ob das mit der Presse mit meinem Traktor geht. Wenn nicht, musst du pressen. Morgen schon aufs Mittagessen. Ja, hat mir irgendwie es angetan. Trotzdem Ingwer. Ja, der Ingwer müsste jetzt nicht sind, aber Ingwer ist gesund. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen machen. Ingwer ist nämlich, habe ich gelesen, entzündungshemmend. Ne? Also wenn du irgendwo im Körper Entzündung oder so hast,
Geht oder Ingwer sozusagen dran. Deswegen saufen ja also viele Ingwer-Tee, Ingwer-Smoothie. Ja. Und die Ingwer-Shots. Ingwer-Shots, was ich persönlich jetzt nicht könnte. Weil, okay, ich würde... Ingwer ist eine reine, also ist meine Meinung her, ist eine reine Geschmackssache. Ich denke, wenn man sich aber dran gewöhnt und deswegen, das Richtige also wenn man, macht, dann... Richtig, wenn man sich dran gewöhnt, irgendwann wirst du das einfach... Ah, ganz normal sehen. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer noch so von euch Ingwer mag. Und wie ihr den Ingwer... Oder wie ihr benutzt. Euren Ingwer mögt. Ob ihr lieber in Shots oder in Smoothies oder ob ihr gar keiner wolle oder... Ein Tee oder keine Tee Ahnung. Oder nur in eurem Essen drin. Und das viel oder eher wenig. Ob weil der den, hat auch eine Würze. Also ob ihr den für scharf empfindet, weil ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, also ich habe ihn nicht für scharf empfunden. Doch, ich habe ihn für scharf empfunden. Okay, ich bin aber auch einer, der isst an sich ab und zu mal schon gerne scharf. Ich esse auch mal scharf, so ist es nicht. Aber es kann aber auch sein, dass da ich die chinesische Suppe so scharf gemacht habe, dass es übertönt hat. Weil da war Chili drin, da war noch mal scharfe Soße drin, da war ja, der Ingwer hat halt einen eigenen Geschmack. Ne? Der hat halt einen strenger Geschmack. Intensiv. Es war intensiver Geschmack, so frischer Geschmack, so. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Dafür, dass wir das erste Mal Ingwer gegessen haben. Ja, also... Aber man muss ja immer neue Sachen ausprobieren. Man kann ja nicht immer so... Keine Ahnung, einseitig fahren. Ja. Ich bin halt gerne, wo gerne Sachen kocht und gerne Sachen ausprobiert. Ich mag auch die chinesische oder japanische Küche. Also jetzt nicht alles, jetzt nicht hier da die, keine Ahnung, Hund, Katze, Maus. Sondern ich meine hier eher so die Sachen wie gebratene Nudeln, Suppen, Ramen oder so ein Kram. Also jetzt nicht Bilderrahmen, sondern Ramen, das Gericht. Und so ein Kram oder diese Tütensuppen, diese Tütennudeln. Und ich hab mir mal halt überlegt, die Tütennudeln kann man doch bestimmt auch selbst machen. Und da habe ich mein Rezept rausgesucht im Internet. Und hab mal geguckt und hab das ein bisschen ummodelliert auf meinen, also auf unseren Geschmack. Und hier. Und zwar sehr lecker, muss man sagen. Allerdings, die Nudeln darf schon wirklich nicht zu lange im Wasser laufen. Schon hast du mal. Ja. Definitiv. Also ich, wie gesagt, wenn ihr auf diese Vlogs steht, man kann auch gerne mal so einen Küchenvlog machen, wo ich dann ein bisschen ab und zu mal koche. Für die Leute, die nicht kochen können oder es lernen wollen. Aber jetzt oder nicht. Wenn ich mal backe. Und denen, da es die Gerichte von den richtigen guten Köchen ab und zu schwer sind. Kein Problem. Liegt an euch. Zeig's uns mit dem Daumen nach oben. Genau. So Leute, das war es auch schon wieder für heute. Kurz und knappig, wie ihr es kenne. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen da zurechtfahren. Das nächste Mal schwadern wir dann zusammen und pressen dann die Ballen und werden sie dann einlagern. Damit wir schon mal vorbereiten für den Winter. Dann werden wir mal gucken, ob wir noch genug Weizen haben. Wenn nicht, werden wir ein bisschen Weizen kaufen fahren. Dass wir ein bisschen Lagerung haben. Für den Winter, wenn der Winter aussteht, dass die Tiere dort was zu fressen haben. Ja, ne, von da aus lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut natürlich auch bei den anderen Leuten vorbei, ne, die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Wie unser lieber Gaming Boy, DJ Rebel, Monty, Dash und der liebe Martin. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Aber nicht. Wenn doch, Schande über mein Haupt. Ansonsten, wie gesagt, schaut noch bei dem anderen Video vorbei, bei dem Vlog. Uns würde es gerne mal interessieren, ob ihr das von mehr sehen wollt oder ob das jetzt eine einmalige Sache war. Nimmt es am Anfang noch nicht so krumm, wenn wir es noch nicht so gut können. Wir werden versuchen, von Mal zu verbessern. Aber leider, ne, das
Ne, wenn ihr mal die Gaming-Videos schaut, die wir am Anfang gedreht haben. Und das, was wir jetzt schon können, ist zwar noch nicht perfekt, aber naja, es kann sich sehen lassen. Von da aus, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüssi.